denke mal, wir haben ja verschiedene Aspekte jetzt schon gesehen, vor allem das Qualitätsmanagement in verschiedenen Formen, Translation. Es geht darum, dass wir uns ein bisschen anschauen, wie führen wir eigentlich diese Studien durch, was sagt auch das BfArM. Das heißt zwar jetzt Studiendatenverarbeitung, aber ich werde da ein bisschen mehr holistischer drauf schauen. Ja. Dann kurz die Agenda, beziehungsweise hier, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Also mein Name ist Andreas Grob. Seit 4 Jahren habe ich mein eigenes Startup, die BFS GmbH. Vorher war ich 14 Jahre bei Hoffmann La Roche und in der Funktion jetzt als Geschäftsführer auch von der BFSDS bin ich beratend unterwegs im Moment. Ich war schon jetzt bei 3 Pharmafirmen. Also Roche ist natürlich auch eine Pharmafirma, aber da habe ich als interner Mitarbeiter mitgearbeitet. Dann war ich bei Merck, Toll Pharma bei Logix in Danzig und im Moment bei Lonza in der Schweiz. Und da geht es dann vor allem auch um Qualitätsmanagement, um die Systeme zu stützen. Bei Roche habe ich vor allem klinische Forschung unterstützt und das geht natürlich jetzt mehr in die Richtung klinische Forschung, Studiendaten verarbeitet. Wir wollen kurz schauen, was kommt vor in dem Vortrag. Ganz kurz nur Einordnung. Wie passt das, was ich jetzt gleich erzähle, in das Fast-Track-Verfahren rein, also das Zulassungsverfahren für DIGAs? Dann, welche Daten kommen vor? Allgemein, welche Systeme gibt es denn da? Wie macht man das überhaupt? Was ist zu beachten? Da habe ich eine ganz klare Empfehlung, beziehungsweise nicht nur meine, sondern ich glaube, das BfArM hat ja auch ganz klar gesagt, was wir haben wollen. Dann schauen wir uns anhand von 2 DIGAs an, wie die ihre Studien aufgezogen haben und wie die das so gemacht haben. Weil man kann theoretisch viel reden, wenn man es dann sieht, ist immer ein bisschen besser. Hier das Fast-Track-Verfahren, das Bild ist auch jetzt gerade hier unten ein bisschen, ne, überdeckt ist von meinem Kopf als BfArM. Ich werde jetzt hier nicht das Ganze nochmal durchgehen. Es wird auch zu viel Zeit kosten. Ich denke mal, jeder, der irgendwie DIGAs produzieren will, hat sich dieses Bild schon angeschaut, weil das ist ja ganz prominent auch auf den Webseiten von der BfArM. Hier geht es im Prinzip um die positiven Versorgungseffekte. Also man hat hier oben die Anforderungen plus die Umgebungseffekte. Und die muss ich eben am besten durch eine klinische Studie nachweisen, dass die auch da sind. Oder ich kann eben, wenn ich den Nachweis am Anfang noch nicht bringen kann, kann ich eine vorläufige Aufnahme beantragen, wenn es irgendwie klar ist, dass es helfen könnte. Also ganz einfach nur, weil ich sage, dass es gut ist, wird es wahrscheinlich auch nicht durchkommen. Und dann kann ich die Daten nachliefern oder wenn es dann halt nicht gelingt, dann werde ich wieder gestrichen. Und wenn es gelingt, dann bin ich endgültig zugelassen und sonst ja, dann eben nicht. Ja. Also Fokus jetzt von dem Vortrag ist, wie kriege ich denn den Nachweis dieser positiven Versorgungseffekte? Wie gesagt, die anderen Anforderungen an Sicherheit und dass man Qualitätsmanagement braucht und Datenschutz und so weiter. Datensicherheit, das sind natürlich Sachen, die auch die DIGA und auch der Hersteller, wie wir eben gerade gehört haben, abdecken muss, aber jetzt geht es um die Versorgungseffekte. Gut, welche Daten kommen vor? Das ist natürlich, kann man so konkret nicht sagen, hängt von der Studie ab und natürlich auch vom Design der Studie und natürlich auch vom medizinischen Feld, logischerweise. Aber man kann allgemein sagen, dass eine Studie immer, ja, entweder eine oder mehrere Hypothesen überprüft. Also ich sage ja, irgendwas verbessert sich, ja, und vielleicht auch wie stark und oder mindestens wie stark und das kann ich dann überprüfen, ob das der Fall ist eben oder nicht. Ja. Und wie mache ich das? Also eine Hypothese kann eben sein, dass man so und so viel weniger Alkohol trinkt oder es einem so und so viel besser geht oder man länger lebt. Das ist jetzt bei DIGAs nicht unbedingt jetzt das Wichtige hier, aber bei anderen Studien oft. Also man hat dann, man stellt eine Hypothese auf und jetzt muss ich ja irgendwie nachprüfen, ob diese Hypothese nachgewiesen werden kann. Und da stelle ich eben primäre, sekundäre, manchmal auch tertiäre sogenannte Endpunkte auf, die ich dann benutze, um die Hypothese zu beweisen. Das sind dann eben Sachen, die ich messen kann. Ja. Und da werden wir eben auch noch ein paar Beispiele sehen.
Was ganz wichtig ist auch bei Studiendaten, ich muss schauen, wo ist die Quelle. Ja? Wo ist wirklich, wenn ich das überprüfen will, wo ist die Quelle hinterlegt? Wo kommen die Daten ursprünglich her? Das kann die elektronische oder eben manchmal natürlich auch noch Papierpatientenakte sein, Arztpraxis oder eine Klinik. Es könnten theoretisch ist eine DiGA, ist ja eine Applikation, die kann ja auch Daten sammeln, könnten sozusagen die DiGA selber, könnte auch eine Quelle sein. Es könnten auch andere Quellen geben, wie zum Beispiel, wenn ich habe einfach schon vergleichende Studien oder Standardtherapien, die ich dann natürlich vielleicht schlagen will mit meiner DiGA. Und da gibt es Daten und mit denen kann ich natürlich auch vergleichen. Was ganz wichtig ist, eine Studiendatenverwaltung muss über ein Audit Trail verfügen. Audit Trail heißt, ich kann nachweisen, wer die Daten eingegeben hat und wer sie später geändert hat. Wenn ich eine Studiendatenverwaltung einsetze, dann hat die immer ein Audit Trail. Und normalerweise, und das ist auch das Witzige, wenn man jetzt in Studienwelt unterwegs ist, dann heißen die Patienten nicht Patienten, sondern die heißen Subjects. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber es ist so. Und es liegt daran auch, dass sie eben eine ID bekommen. Da steht dann wäre natürlich in den Patientendaten oder in den Informationssystemen natürlich selbstverständlich der Patient mit seinen Diagnosen und Medikationen und so weiter drinsteht, ist es eben bei Studiendatenverwaltung nicht mehr der Fall. Da kommt eine ID der Patient, ist damit sozusagen vom Patient zum Subjekt geworden, ja, zum Subject. Und das hat auch was mit Datenschutz zu tun, auch was natürlich mit die Leute müssen natürlich auch eindeutig identifizierbar sein. Ja, es gibt natürlich seltene Zufälle, dass eben die Leute denselben Namen und dasselbe Geburtsdatum haben. Und solche Sachen haben natürlich auf jeden Fall verhindert. Gerade bei großen Studien kann das natürlich vorkommen. Gut, und dann gibt es eben auch Tabellen, die wir zusammenführen können. Das wird dann auch bei den Doppelsinnstudien eingesetzt natürlich. Zum Teil wird dann auch mitverwaltet, beziehungsweise natürlich nicht für alle zugänglich. Jetzt müssen wir zwei Sachen groß unterscheiden. Es gibt die CTMS-Welt, das ist die Verwaltung der Studie selber, der Verträge, der Zahlungen. Gerade wenn es im Pharmabereich, dann werden die Ärzte, also fließt ja auch immer Geld. Ja. Leute im Auftrag arbeiten, so wie wir es eben auch im vorigen Vortrag gehört haben, auch wenn das Qualitätsmanagement zertifiziert wird und so weiter, muss natürlich die Mitarbeiter und die externen müssen bezahlt werden. Ja. Das ist bei klinischen Studien ja auch. Außer man hat halt Forschungskooperationen und die Uni selber finanziert das oder irgendwelche anderen Quellen. Und dann gibt es das sogenannte Electronic Data Capture System mit verschiedensten Variationen, Electronic Patient Reported Outcome, E-Diaries, E-Consent und so weiter. Und das ist das, was wir unter Studiendatenverwaltung meinen. Da kommen im Endeffekt die Daten der Studie rein und werden von da aus auch aufbereitet für die statistische Auswertung später. Es gibt jetzt, muss ich ganz klar sagen, also ich habe jetzt nur mal die gelistet, mit denen ich tatsächlich in meinem Berufsleben, bis auf die letzte, die habe ich aus Gründen gelistet, weil die eben Open Source ist, schon zu tun hatte. Also das muss ich ganz klar als Disclaimer sagen. Ja, es gibt wirklich ganz viele Hersteller. Ja, Infomed wurde von Elsevier gekauft. Die Software wurde eingesetzt von den Zentren für klinische Studien an den ganzen Universitätskliniken. Ja. Medidata weiß nicht, ob sie jetzt noch sind, aber war früher der absolute Marktführer in dem Gebiet. Gerade bei Big Pharma sind sie wahrscheinlich immer noch. Dann Metrio ist ein Newcomer, damals, das war sogar mein Projekt, bei Roche Diagnostics haben wir die Software eingeführt und haben auch im Prinzip stark unterstützt, dadurch, dass wir auch noch Requirements, also Anforderungen noch sozusagen den Golf haben, die auszubauen. Die sind ziemlich stark gewachsen, auch sehr erfolgreich geworden. Dann gibt es noch Amedon, ist eine deutsche Firma aus Lübeck. Die machen individuelle klinische Studienunterstützung. Also wir haben kein so ein extrem allgemeines System, also wie die anderen, was man dann konfiguriert, sondern es wird ja eher individuell angepasst.
zumindest nach dem Kenntnisstand, den ich dazu hatte. Dann gibt es Viva, die bieten eigentlich alles an in sämtlichen Bereichen. Und da gibt es eben eine Liste und auch Open Clinica, wobei das auch eine Firma ist, die natürlich dann im Hintergrund auch als Service macht, wie es auch bei Open Source ist. Auch wenn es runterladbar ist und man kann sie installieren, man muss nichts dafür bezahlen. Einfach so benutzen ist natürlich dann auch nicht so einfach. So, jetzt hat man hier, wie wenn ich jetzt eine Liste von Programmiersprachen auswählen würde und sage, oh, ja, schon mal, es gibt verschiedenste, welche nehmen wir denn jetzt? Dann kann ich gleich sagen, wenn einer mit der Argumentation kommt, ist die falsche Argumentation. Denn es ist so, alle diese Systeme müssen konfiguriert werden. Ja. Also, wie gesagt, wir haben gesagt, unsere klinische Studie hat ein bestimmtes medizinisches Thema. Da gibt es dann spezielle Fragebögen normalerweise. Es gibt Werte, die ich erfassen muss, die interessant sind, eben diese Endpunkte, die ich festgelegt habe und so weiter. Und alle unterstützenden Daten. Und das muss da konfiguriert werden. Die Systeme können das natürlich, also dass es auch schnell und einfach geht. Aber es muss gemacht werden. Ja, und das nennt man dann Clinical Programming. Im Vergleich zur Pharmaindustrie oder Medizintechnikindustrie, wenn da wirklich weltweite Systeme oder die Medikamente verkauft werden, da lohnt es sich natürlich für diese Firmen, solche Tools zu führen. Weil auch da muss ein Managementsystem dahinter stehen. Die Leute müssen wissen, wie man sowas benutzt, wie man die Arztpraxen, die es dann benutzen, schult und so weiter und so weiter. Ja, das lohnt sich für große Firmen. Aber ich glaube nicht, dass es sich für kleinere und erst recht nicht für Startups bei Gigas lohnt. Ja. Also doch zu den Experten gehen. Es gibt eben die sogenannten COOs, Contract Research Organisationen oder auch die Zentren für klinische Studien, die jetzt an Unis angesiedelt sind. Und da habe ich auch nochmal einen Link hingestellt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch die Zeit haben, können wir noch machen. Es gibt hier tatsächlich auch, ich habe jetzt ZKS Uni Köln genommen, aber es gibt natürlich an vielen anderen Universitätskliniken noch ZKS. Und da gibt es eben auch Förderungsseiten, wo man vielleicht auch als Siegerhersteller hingehen kann und sagen kann, okay, können wir nicht eine Kooperation machen mit den Institutionen, so an eurer Uni. Unser Thema ist ja genau das, was ihr da auch unterstützt. Und dann kann man eben auch mit so einem ZKS in Kontakt kommen. Und das ist, denke ich mal, keine schlechte Idee für Vorgehensweise in Deutschland. Das ist übrigens ein Auszug aus der ZKS-Webseite über DIGAS. Also die haben tatsächlich auch, bieten tatsächlich auch Studien oder Unterstützung für DIGAS an. Ja. Und sage auch von vornherein, dass man frühzeitig Kontakt aufnehmen sollte, um eben die Voraussetzungen zu klären und sich beraten zu lassen und so weiter. Dass man von vornherein die wichtigen Sachen beachtet und nicht im Nachhinein dann darunter leidet, dass man die Hälfte vergessen hat. Ja. Ich denke jetzt mal, wenn ich sowas lese, gehe ich davon aus, dass die eben auch schon gewisse Erfahrungen gesammelt haben. Sonst würden sie es nicht auf ihre Webseite schreiben. Deswegen ist das, denke mal, auch eine Empfehlung. Ja. So, und jetzt ist klar, jetzt haben wir natürlich eigentlich noch überhaupt nicht über Daten geredet. Das Thema ist eigentlich Studiendatenverwaltung. Und jetzt kommt sozusagen noch der Hammer aus der Medizintechnik-Ecke. Da gibt es tatsächlich auch von CDISC, Clinical Data Interchange Standards Consortium, Datenmodelle für die Daten und für die Datenanalyse. Die Frage ist, nutzt man das jetzt? Ich würde sagen, nein, nicht für DIGAS, weil ich glaube, das wäre der absolute Overkill. Wenn das B-Faden in den DIGA-Leitfaden auf Seite 304 sowieso verlangt, dass ein unabhängiges wissenschaftliches Institut, das im Prinzip die Studie designen muss, das Evaluationskonzept erstellen muss, ja, dann gehe ich davon aus, dass die wissen, was sie tun, dass sie auch schon ihre Tools haben, ja, und dass sie die Connections haben, um auch zu sagen, okay, geht dahin, geht zu dem Zentrum für klinische Studien oder wir können es auch euch selber unterstützen und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig hier. Daher jetzt auch meine Empfehlung.
Auswahl der Forschungspartner ist entscheidend, weil ich gehe mal davon aus, wenn ich ein Startup habe, das normalerweise läuft es ja so, man will sich einem größeren medizinischen Problem widmen, wo man auch eine Chance sieht, dass man einen Vorteil durch eine Giga erzielen kann. Ja. Auf die Idee kommt man ja normalerweise, weil man eben schon Kontakt zu Medizinern hat, die da Forschung oder Behandlung machen in dem Bereich und sagen, da ist eine Lücke, da muss was gemacht werden. Und dann als Giga-Hersteller, meine Kompetenz sollte definitiv auch in der Programmierung der Giga liegen. Ja, ich kann natürlich theoretisch alles outsourcen und ich bin im Netz nur die Sache managen, aber das dürfte wahrscheinlich nicht funktionieren, auch gerade wenn wir gesehen haben, welches Qualitätsmanagement man braucht, das funktioniert nicht. Ja. Also ich denke mal, die Kompetenz des Giga-Herstellers ist definitiv in der Softwareentwicklung und natürlich auch im Vertrieb dieser Software. Also muss man sich die Forschungspartner aussuchen. Wie ich schon gesagt habe, die Studiendatenverwaltung bringt dieser Partner normalerweise mit. Also brauche ich mich eigentlich nicht damit rumzuschlagen. Ja. Und es bestehen, und das habe ich jetzt auf den ganzen Webseiten gelesen, in Vorbereitung von diesem Vortrag, bestehen einige Fördermöglichkeiten. Ja, also auch vom BfArM, von anderen Bundesinstitutionen, gerade auch für Giga-Entwicklung und für klinische Studien dafür. Ich glaube, im Moment laufen noch einige von diesen Programmen. Da müssten Sie dann auch mal auf die Website schauen. Ich habe jetzt mal zwei ausgewählt. Die ganze Übersicht sind die aktuellen Giga. Ich habe die aus dem Giga-Verzeichnis.de genommen, wobei nicht ganz klar war, wer dahinter steckt, weil die Daten, die Originaldaten sind natürlich in dem unteren Link beim BfArM, in deren Giga-Verzeichnis, das ist ja auch das offizielle. Das andere ist im Prinzip nur nochmal eine andere Aufmachung. Aber die haben schon ein paar schöne Grafiken, die habe ich hier ein bisschen rauskopiert, eben dann auch darauf verwiesen. Und ich habe Somnio und Vorvida ausgewählt. Der einzige Grund dafür ist, dass für die tatsächlich ohne größeren Aufwand die Originalpublikation auch online zur Verfügung gestanden ist. Bei allen anderen wird zwar auch zitiert, aber man kommt nicht einfach so dran. Man müsste über irgendwelche Bibliotheken gehen oder eben Internet zahlen. Und das habe ich jetzt hier für die Vorbereitung des Vortrags nicht gemacht. Jetzt schauen wir uns mal an. Somnio kümmert sich um Schlafprobleme und Vorvida ist bei Alkoholmissbrauch eine unterstützende Software. Wie haben die das gemacht? Es gibt so Ablaufdiagramme, wie die Studie abgelaufen ist. Und bei Somnio, wie gesagt, geht um Schlafmangel auf einer Webseite, konnte man sich registrieren lassen. Und bei Studien muss man eben diesen Informed Consent abgeben, dass man dann mitmacht. Es haben aber nur 120 diesen abgegeben. Dann gibt es eben noch diese Screening-Kriteria, also wer darf eigentlich bei der Studie teilnehmen. Es gibt eben nur bestimmte Schlafstörungen, sage ich jetzt mal, um die sich diese Software kümmert. Und die wurden abgetestet hier. Und dann gab es auch noch ein Interview, klinisches Interview. Und auch da gab es anscheinend noch Kriterien, die man bestehen muss in dem Interview. Und im Endeffekt sind 56 also Teilnehmer übrig geblieben, die diese Einschlusskriterien erfüllt haben für die Studie. Und das ist Teil der Studie, diese Vorgehensweise. Ja. Deswegen ist es gut, dass sie dieses Diagramm auch in ihrer Publikation drin haben. Dann wurde randomisiert und es wurde eben erste Gruppe, die hat dann eben das Computer-Based Training, Verhaltenstraining, was muss ich machen, wenn ich diesen Schlafmangel habe, was kann ich machen und so weiter. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Ich habe die eben ja auch verlinkt hier, die Publikation, wenn jetzt jemand wirklich im Detail interessiert, aber das ist ja nicht unser Thema jetzt genau da reinzusteigen, sondern es geht um die Studie selber. Also hier ist der Vergleich zwischen einer Wartelistengruppe
sagen, wo nur nichts gemacht wurde, zu denen, die eben dieses Computer-Based Training bekommen. Und dann wurde wieder verglichen. Die anderen durften es dann auch noch genießen. Und dann wurde nochmal ein Follow-up gemacht. Ja. Und bei der Studie kam eben raus, dass diese Software offensichtlich, also dieses Computer-Based Training, den Teilnehmern so hilft, oder so stark hilft, dass es eben ausgereicht hat, natürlich gelistet zu werden, weil es eine endgültig aufgenommene, dauerhaft aufgenommene Liga ist und dass eben auch die Krankenkassen offensichtlich sagen, okay, das Problem ist so groß, das hilft und wir bezahlen das. Ne? So, ich gehe jetzt mal kurz noch weiter zum zweiten Beispiel, das ist Orvida, das ist eben im Bereich Alkoholmissbrauch. Und die haben eben auch ein Screening gemacht, haben auch einen Ausschlusskriterium festgelegt in ihrer Studie. Dann haben sie auch randomisiert auf eine Interventionsgruppe, wo eben diese Software auch Beratung macht. Wie kann ich sozusagen versuchen, weniger Alkohol zu konsumieren, mich besser unter Kontrolle zu haben, solche Geschichten. Dann haben wir auch noch verschiedene Betrachtungen noch gemacht hier, nach 3 Monaten, nach weiteren 3 Monaten und haben dann auch einen Vergleich gemacht. Und es kam dann raus, dass die Gruppe, die die App verwendet hat, natürlich nicht clean war danach, das kann man auch nicht verlangen, aber dass sie doch deutlich weniger Alkohol getrunken haben und sagen wir mal auch deutlich deutlich weniger komplette Abschüsse hatte, ja, also ist, was als Binge-Drinking bezeichnet wird. Also das hat insofern einen Vorteil gebracht, auch eben der gereicht hat, zu sagen, okay, hat dauerhaft aufgenommen und kann eben als Unterstützung verschrieben werden. So, ich würde sagen, das war jetzt erstmal ganz kurz der Überblick und jetzt würde ich das für die Diskussion freigeben, dann können wir uns auch in der Zeit halten. Ja, herzlichen Dank für deinen Vortrag, Andreas. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Ansonsten von mir eine erste, also wenn wir zurückgucken zu dem Vortrag von Frau Lippbrand, dann hat die ja signalisiert, dass es eigentlich im Prozess zu einer DIGA-Entwicklung, zumindest wenn man aus der universitären Perspektive schaut, ja zwei, ich lasse hier gerade nochmal eben zwei Diskussionsteilnehmer wieder rein, zwei Stufen der klinischen Studie gibt, nämlich die Artikel 82-Studie, die ich ja erstmal machen muss, um irgendwie eine Medical Device Regulation Konformität zu belegen und dann die Artikel 62 klinische Prüfung im DIGA-Kontext, auf die du jetzt ja fokussiert hast. Und meine Frage wäre, macht es dann aus deiner Sicht nicht trotzdem Sinn, dass man bei der ersten Studie, die ja vielleicht noch im universitären Kontext stattfinden könnte, sowas wie Open Clinica einsetzt, um da halt die Daten zu dokumentieren? Oder würdest du sagen, eigentlich auch das muss schon von einer benannten Stelle etc. Durchgeführt werden oder unterstützt werden? Ich meine, im Endeffekt, um eine Idee zu bekommen, ob es hilft, kannst du natürlich alles Mögliche machen. Ja? Weil, wie gesagt, wie die Ideen generiert werden, okay, man kann diese leichtere Studienart machen, man kann natürlich auch sagen, die Daten sind so eindeutig. Im Endeffekt ist es eigentlich egal, wie du dazu kommst, weil wenn du sagst, ich möchte da jetzt ein Produkt draus machen, dann muss ich sowieso die sozusagen bessere klinische Studie am Ende tatsächlich machen, weil sonst kriege ich es ja nicht zugelassen und sonst kriege ich es auch nicht veröffentlicht. Und
diese Ideengenerierung, ja, sozusagen vom Labor dann zum Produkt. Ja, in der perfekten Welt unterliegt es auch alles schon im Qualitätsmanagementsystem und so weiter, aber ist jetzt nicht unbedingt absolut notwendig, ja, weil die Prüfung am Ende muss man sowieso durchlaufen. Ja. Also die Daten müssen geliefert werden und die Studie muss das Ergebnis liefern, weil sonst kriege ich die Zulassung nicht. Da kann ich auch vorher so viele Verdachte oder Hoffnungen gehabt haben, dass es funktioniert. Wenn sich im Endeffekt nicht herausstellt, dass es tatsächlich wirklich funktioniert und ich das dann eben auch mit unter all den berücksichtigen all der Standards und all der Qualität, die dazugehört, wenn ich das nicht nachweisen kann, dann wissen mir meine besten Ideen am Anfang auch nicht. Ja. Also insofern würde ich sagen, ist man da wahrscheinlich gerade auch in dem DIGA-Bereich ein bisschen freier. Natürlich kann man vorher erstmal ausprobieren. Ja. Genauso wie, ich sage jetzt mal ganz klar, Beispiel, was auch sehr beliebt ist und auch bekannt, Diäten, oder? Kann man an sich und an seinen Familienmitgliedern ausprobieren, ob die einen Effekt haben. Wenn jetzt einer sagt, jetzt will ich aber da eine App draus machen, einfach nur mal ein bisschen rumgesponnen, um da irgendwie die Ernährungsgewohnheiten von Leuten, und Ernährung ist ja auch eine wichtige Gesundheitsgeschichte, die wir alle wissen, zu ändern, da kann ich natürlich einfach mal ausprobieren, ja, und einen Verdacht bekommen, ob das gut oder schlecht ist. Und dann muss ich es aber halt standardisieren und richtig durchführen, weil sonst überzeuge ich keinen davon, dass es tatsächlich auch für die größere Masse geeignet ist. Sonst ist es aber nur Zufall gewesen, weil die Leute gerade zufälligerweise darauf ansprechen. Und das ist aber nur eine kleine Minderheit. Das ist ja immer das bei den Studien. Aber Mich interessiert ja also, die Masse der Leute, die das können. um auf die Zeit zu gucken. Ja, eben. Entschuldigung, das ist da so. Also wir brauchen. Eigentlich haben wir jetzt gerade Biopause für jeden, der die nutzen möchte. Wir fangen in 5 Minuten oder so mit dem nächsten Vortrag an. Also sagen wir mal gegen 7:30 oder sowas. Wir können aber ja die Zeit nutzen. Ach, auch noch Fragen in der größeren Runde, genau. Ja. Ja, genau. Wir können die Zeit natürlich auch noch nutzen, falls es noch weitere Fragen gibt. Gibt es aber scheinbar nicht. Also meine Perspektive wäre halt gewesen, Andreas, wenn man KKS hat, dass eventuell sowieso eine Open-Klinika-Instanz laufen hat. Also als wissenschaftliche Abteilung, dann ist das KKS ja gegebenenfalls schon zu sehen als unabhängige wissenschaftliches Institut, wie das. So, das wäre dann das unabhängige wissenschaftliche Institut. Das ist Genau. so tatsächlich so. Dann kann man da ruhig mit denen mal reden. Also so aus meiner Erfahrung, die haben ja auch immer noch Tipps und Einsichten zum Studiendesign. Also ist, glaube ich, eh kein schlechter Schritt und da muss man sich da auch nicht um die Implementierung. Das ist ja auch empfohlen. Das ist ja auch genau das, was die DFAM haben will. Ja, die wollen ja im Prinzip, dass die Studie von Leuten, die sich bereits damit auskennen, kommt. Ja. Weil die eben im Gegensatz zur, ich sage jetzt mal, EMA oder FDA, wenn du da was einreichst, hast du sowieso mit Leuten gemacht, die sich damit auskennen, hundertprozentig, weil du willst ja was erreichen, ja, und macht es ja nicht zum Spaß. Ja. Und im Endeffekt, ich hatte das Gefühl, als ich den Vortrag vorbereitet habe, dass die DEFA einfach sagt, nehmt Leute, die sich bereits damit auskennen, dann sind wir auch sicher, dass da was rauskommt hinten. Ja. Ja, und das ist ja der spannende Teil, den hat der Sauerland oder Professor Sauerland vom IQWiG ja auch schon betont, dass die Regularien des BfArMs eigentlich ja sehr viel breiter, sage ich mal, sind, als man das dann in der Realität auch sieht, weil er hat dann ja gesagt, die meisten nehmen halt trotzdem ein RCT. Ja, aber es liegt auch daran, weil die Kunden, wenn du sagst, die sind die Mediziner, ja, die das dann verschreiben, wenn die keine randomisiert kontrollierte klinische Studie gesehen haben, dann glauben sie es einfach nicht. Ja? Weil es einfach der Standard ist, auch bei Medikamenten und bei Medizingeräten. Und das ist dann einfach so. Ja? Ich meine, es nützt ja nichts, wenn das BfArM sagt, ihr könnt aber auch, wir sind nicht so hart für euch, ihr könnt doch anders machen. Wenn das sozusagen die Kundenbasis, die ja das dann verschreiben soll, einfach sagt, nö, ihr könnt mir ja alles erzählen.
Ein spannender Aspekt, den wir heute Nachmittag oder heute Mittag ist es ja eher, dann auch mit Herrn Heimann nochmal besprechen können.